Naja, versuchen wir doch mal, ob wir vielleicht wieder von der Polizei flüchten können in unserer Lieblingskarte hier, wo das so wahnsinnig oft funktioniert. Du gehst hier unten lang, ja, alles klar, das machen wir so. So, kommst du hier hoch, dann werde ich nämlich wieder versuchen, unten vorbeizukommen, das hat aber leider nicht funktioniert. Wir haben aber nur zwei Polizisten gegen uns, das könnte doch klappen. Gehen wir einen Schritt zurück und nutzen die Reichweite des Gewehrs aus, denn die Reichweite des Gewehrs ist höher als die von den Pistolen. Reichweite ist eine der wichtigsten Eigenschaften der Waffen hier. Leider hat dieser Polizist offenbar ziemlich viel Zielwasser getrunken und uns direkt mit dem ersten Treffer ausgenockt. Diesmal dürfen wir uns die schöne Gefängniszelle sogar 2 Monate lang angucken. Tja, das heißt, wir werden auch wieder zurückgestuft auf Anfänger. Tja, da kann man leider nichts machen, denn wir sitzen noch im Gefängnis. Also müssen wir das noch einmal versuchen. Okay, wo fahren wir denn dann jetzt hin? Wir werden erstmal in den Nordosten der Stadt fahren und uns dort den Waffenhändler anschauen. Vielleicht... Ja, jetzt sind wir natürlich wieder Anfänger und deswegen sind die Polizeikontrollen zumindest kein Problem mehr. Wir werden uns jetzt hier den Waffenhändler mal anschauen. Vielleicht hat der die besseren Waffen. Nein, offensichtlich nicht. Dann haben wir aber schon fast alle Waffenhändler durch, bis auf den im Südwesten der Stadt, wo ich ursprünglich eben auch mal hin wollte, bevor es da eine kleine Unstimmigkeit mit den örtlichen Behörden gab, sozusagen. Aber das können wir jetzt nachholen, ist ja gar kein Problem. Wo geht das denn am schnellsten dahin? Ich glaube, direkt gerade hier runter ist am besten. So, und zwar hier lang, dann werden wir diesmal... Aber das ist ihr mit euren Kontrollen hier, das ist doch alles Zeitverschwendung. Ich bin ein ehrlicher Bürger. Ich versuche nur meiner Arbeit nachzugehen. Ihr könnt mich doch nicht hier minutenlang aufhalten. Das ist eine Frechheit, diese scheiß Bullen. Also, nee. Und diesmal fahren wir hier an den Villen vorbei. Also, so vorbei, ohne anzuhalten. Ja, ja, ja. Monat ist vorbei, ist ja nicht so schlimm. Wir übernachten einfach mal eben im Auto, wie wir das die ganze Zeit hier tun. Und schauen uns hier den Waffenladen an. Hier gibt es nämlich Maschinengewehre. Allerdings ist das immer noch nicht die beste Waffe, sondern die beste Waffe gibt es nicht immer zu kaufen. Deswegen schauen wir hier ein paar Mal vorbei, bis wir die beste Waffe angeboten bekommen. Das ist eigentlich reiner Zufall. Manchmal hat er die Waffe im Angebot, meistens nicht. Und wenn man das öfters mal versucht, dann hat man eine ziemlich gute Chance, das irgendwann hinzukriegen. Tja, jetzt ist natürlich die Frage, was könnte noch besser sein als ein Maschinengewehr als Waffe? Und die Antwort darauf, ja, ich würde das jetzt gerne hier per Liste demonstrieren. Allerdings hat Eddie da im Moment was gegen. Ey, komm, Eddie, mach mal hier einen neuen Waffenimport. Das, also diese Billigmaschinengewehre, das ist doch eigentlich... Ja, genau, so habe ich mir das vorgestellt. Hier, Handgranaten ist die beste Waffe, die es hier in dem Spiel gibt. Deswegen kaufen wir uns jetzt sofort Handgranaten mit einer Reichweite, die reicht immer. Treffgenauigkeit ist bei Handgranaten natürlich bombensicher mit einer zerfetzenden Wirkung sozusagen. Und die kaufen wir natürlich auch. Und nehmen die auch gleich in die Hand. Bekommen sogar noch Geld für unser altes Gewehr. Wobei man dazu sagen muss, Reichweite reicht immer. Das stimmt so überhaupt nicht. Denn es kann durchaus passieren, dass die Reichweite trotzdem nicht reicht. Wenn man selbst ganz links am Kampffeld steht und der Gegner ganz rechts, dann fehlt da genau ein Feld. Aber das kommt selten vor. Und als nächstes werden wir, das Kaufhaus besuchen. Ja, das ist doch eigentlich eine gute Idee. Großes Kaufhaus, da gibt es fast alles zu erstehlen.
Und was machen wir denn? Wir werden ins Elektroniklager einsteigen. Das ist so ähnlich wie eben im Hafen mit den Containern. Nur diesmal klauen wir Elektrogeräte. Und zwar, das ist ja, hier muss man doch tatsächlich ein bisschen nachdenken, wie man das clever hinkriegt. Was? Okay, wir wollen den ganzen Kram hier hinkriegen und das heißt, wir müssen das hier hochschieben. Ja, ich bin da noch ein wenig unschlüssig, wie ich das machen möchte. Ich glaube, ich möchte das ansatzweise so versuchen, dass ich die Elektronikgeräte hier hochschiebe und dann hier unten rumlaufe. So, dann können wir nämlich das hier oben ablegen und da auf diese entsprechenden Felder packen. So, das wird ganz gut funktionieren. Zumindest die drei Geräte von hier unten werden wir mit dieser Taktik da oben reinbekommen. Okay, dann machen wir das doch so. So, hier oben rum und die zweite Stereoanlage oder was auch immer das sein soll, nehmen wir auch mit. Das hier unten sieht aus wie eine Kamera. Kamera ist natürlich auch immer gut. Kamera bringt auch schön Asche. Hoffentlich ist das wenigstens eine hochwertige mit entsprechendem Speicher drin, weil sonst gibt das hier nur Kleinkram, wenn das hier so veraltete Technik ist. Also ich hoffe, wir rauben hier wenigstens das Elektroniklager aus, kurz nachdem die neue Lieferung bekommen haben. Nicht, dass wir hier diese alte Auslaufware mitnehmen. So ein kleiner Fernseher, oder was soll das darstellen? Ja, das sieht mir aus wie ein Fernseher, den nehmen wir doch auch mit. Das klappt so auch auf diese Technik. Also das wird auch kein größeres Problem sein. Nur müssen wir dann langsam auf die Zeit achten, wie ich das sehe. Ja, ich bin mal optimistisch und glaube, dass wir hier den Computer zumindest noch mitnehmen können, bis uns die Zeit ausgeht. Wobei das tatsächlich auch schon knapp werden könnte. So mit 25 Sekunden. Doch, das wird schon noch reichen. Denn wir müssen das ja nur noch hier draufstellen und uns dann auch schnell aus dem Staub machen. 5 Elektrogeräte. Ja, das können wir jetzt in einem Pub verkaufen. Müssen wir jetzt noch nicht direkt machen, sondern die können wir einfach mit uns rumtragen. Denn hier werden die auch aufgelistet. 5 Elektrogeräte. Autoradios haben wir noch keine, vielleicht ändern wir das noch. Mal schauen. Aber apropos Auto. Genau, jetzt versuchen wir das doch nochmal mit einem Auto. So, der beste Wagen im Spiel, das ist der McLaren F1. Den es hier sogar im Angebot, in Anführungszeichen, gibt. Was sollen wir denn? Ach ja, komm, versuchen wir mal einen McLaren F1 zu stehlen. Wir konnten mit dem Auto abhauen, aber leider hat hier... Hallo Trapper Tony, du... Das ist dein Wagen, aber der sah so unbenutzt aus und ich wollte doch eigentlich nur für eine, so für eine kleine Spritztour die ausleihen. ja? Okay. Zwei Gangster mit einem Maschinengewehr und einer mit einem normalen Gewehr. Das wird vermutlich nicht funktionieren, aber wo wir schon Handgranaten haben, versuchen wir das doch mal ganz mutig. Vielleicht klappt das ja. Natürlich nicht, wenn wir mit Handgranaten verfehlen. Aber die Maschinengewehrkugeln haben auch nicht gut getroffen, deswegen... Trotzdem ist das nicht so ganz optimal hier, denn... In jeder Runde kassieren wir 3 Treffer und können nur einen Schuss abgeben. Das könnte klappen, wird... Oh, bei solchen Treffern wird das natürlich überhaupt nicht klappen. Das ist doch... Nein, also bitte. Tja, machen wir unsere Lieblingsbeschäftigung vor der Polizei abhauen. Och nö, nicht schon wieder hier. Das ist doch... Diese freie Fläche hier ist nicht so gerade ganz nett und ich habe das Gefühl, das Spiel weiß das und gibt mir das deswegen immer wieder. Ah, aber der Polizist hat schon mal den Kürzeren gezogen gegen unsere Handgranaten hier. Das finde ich ja schon mal gut. Leider hat das nicht so gut funktioniert. Wie sieht's denn hiermit aus? Ja, das ist schon besser. Nur leider kommen die jetzt auch selbst in Schussreichweite.
Dadurch, dass wir null Energie haben, reicht ein Treffer, um uns ins Gefängnis zu bringen. Du verfehlst, du verfehlst, du verfehlst. Ach, ich wusste doch, dass du verfehlst. Und jetzt kriegst du eine Handgranate in die Hose. Oder auch nicht? Naja, das war ja... Also natürlich, das war so klar. Na, ein Monat Gefängnis, naja. Das sind wir ja schon gewohnt. Das sitzen wir so ganz nebenbei mal ab. Ist ja gar kein Thema. Und... ja, versuchen das dann noch einmal. Was machen wir denn als nächstes? Ich glaube, wir klauen noch ein paar Elektrogeräte. Das hat ganz gut funktioniert. Hallo, Herr Sicherheitsbeamter. Ich guck mich hier nur um, weil ich wollte so ein paar neue Elektrogeräte kaufen und wollte jetzt mal in Ruhe hier... so ohne diese ganzen anderen Kunden mich um... nicht so? Nee, das zieht nicht. Ja, dann... schade eigentlich. Ja. Schauen wir doch mal. Das ist aber... hey, dass die auch immer in Überzahl hier antanzen müssen. Ja, ich ergebe mich mal, weil da haben wir keine Chance und können die Energie besser sparen für den Kampf gegen die Polizisten. Aber natürlich erstmal versuchen, was ist denn hier los? Gibt's nur noch diese Fluchtkarte hier? Das ist doch, also, das finde ich gar nicht nett so. Es gibt so viele schöne Karten und wir kriegen immer nur die hier. Das ist doch reine Bosheit von dem Spiel, würde ich mal behaupten. Schnell weg und du... nein, du kriegst mich nicht, Du kriegst mich, ja. Genau. Alles klar. Ja, darauf habe ich spekuliert, dass er schießt und nicht hinter uns herkommt, denn dann braucht er noch viel mehr Runden, um wieder in Reichweite zu kommen. Und die fast immer reichende Reichweite der Handgranaten könnte uns dann hier mal vom Gefängnis bewahren, ausnahmsweise, weil da kommen wir ja auch gerade erst her. Das muss ja gar nicht sein, dass wir da direkt wieder drin landen. Aber irgendwie klappt das mit den Handgranaten noch nicht so gut hier. Jetzt ist er, glaube ich, in Reichweite. Bitte nicht erschießen. Ja, das war nochmal okay. Und jetzt aber komm hier. Bäm. Ja, das ist doch wunderschön. Jetzt sind wir zumindest nicht im Gefängnis. Ausnahmsweise mal. So. Was wollen wir denn dann als nächstes machen? Ja, ich hätte eigentlich immer noch gerne ein besseres Auto. Aber hier sind zu viele Leute, die sich die Autos angucken. Ja, das doch. Hey, das funktioniert. Vielleicht sollten wir nicht ganz so hoch greifen, sondern ach, wir versuchen es mal mit einem Porsche. Ist doch auch ein nettes Auto. Ninja Joe gehört der Porsche und der hat auch was dagegen, dass wir sein Auto nehmen. Ja, prinzipiell hätte ich auch was dagegen. Hehe. Hallo. Das sieht irgendwie gar nicht so vielversprechend aus. Ich nehme mal die gleiche Taktik und ergebe mich Ninja Joe, der netterweise als Verbrecherboss die Bullen ruft, statt uns fertig zu machen. Tja, finde ich ja freundlich von dem, nicht? So, versuchen wir nochmal hier abzuhauen. Es ist jetzt das Problem, wenn man alleine unterwegs ist, als einzelner Verbrecher gegen die meisten Gruppen hat man kaum eine Chance. Es gibt jetzt später im Spiel auch die Möglichkeit, selbst eine Bande zu gründen und dann mit mehreren Leuten die Kämpfe zu bestreiten. Allerdings ist Voraussetzung dafür, dass man schon einen gewissen Rang hat. Sonst will sich kein Gangster uns anschließen.